Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch. Und in der letzten haben wir ja hier alles erledigt. Auch das Papier hier mitgenommen. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht Unterricht. Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS, SDSS. Ja, ein bisschen viele Initialen, aber da kommt sie sicher auch noch drauf mit ihrer gottgleichen Intuition. Wir haben hier alles erledigt, hier ist immer noch zu, nehme ich an. Abgeschlossen, was mich nicht wirklich überrascht. Also heißt das, wir müssen die Bude verlassen, ne? Und wir müssen zur... Wie war das noch? Zur Ile de la Cité, also die zum... Ja, das ist diese Insel, wo der Notre Dame liegt, ne? Und der ehemalige Justizpalast und so, ist ganz hübsch. Von Notre Dame habe ich heute noch in den Nachrichten gehört, dass er ab 2024 wieder für Besucher eröffnet sein soll. Das also dazu, aktueller Bezug. Wir quatschen nochmal mit Imelda. Hallo? Wir können gar nichts mit der machen. Ein Telefon angucken. Achso, das ist antik. Sogar das Telefon ist eine Antiquität. Können wir telefonieren? Es gibt niemanden, den ich anrufen will. Nicht bevor ich diesen Fall gelöst habe. Aber 96 hätte man eigentlich schon ein Handy haben können. Ja gut, also ich wackel jetzt mal raus, ne? Ich kann nicht einfach gehen, ohne mich von Imelda zu verabschieden. Eben ging es nicht, gell? Haben Sie etwas Hilfreiches gefunden? Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue mit... Bitte, ich muss es wissen. Er bekam sie von einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein. Aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange. Sie war nie hier. Unterricht ist der Schlüssel. Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Ile de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. Ile de la Cité, eine Stunde später. Carchon war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Aha, sehr schön. Ich glaube, das hier ist der Justizpalast hier, ne? Der ehemalige. Und? Gucken. Die Conciergerie. Ehemals Königspalast, Gefängnis und Gerichtssitz. Und Wirkungsstätte der meistbeschäftigten Guillotine der Französischen Revolution. Aha, und ich dachte, ich hätte auch einen Place de la Conquête. Na, aber lassen wir das. Hier haben wir noch ein Schiffchen. Ein Freund von mir hatte mal ein Segelboot. Die feuchteste Beziehung, die ich je hatte. In jeder Beziehung. Sie ist ja wirklich schlüpfrig, ne? Jetzt, sind das ja britische Macher von dem Spiel. Und vielleicht ist das ja so ein französisches, ja, vielleicht stellen sich die ja so die Standardfranzösin vor. Nein, also mittlerweile wirkt es ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Das Schiff haben wir. Was haben wir sonst? Hier können wir hochgehen. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr zu finden. Also das Spiel nimmt einen doch ziemlich an die Hand. Ne?
Hier haben wir eine Lampe. Das ist das alte Bootshaus unter der Conciergerie. Wenn ich recht habe mit der Bedeutung des Begriffs Unterricht, dann muss die Antwort hier irgendwo am Kai liegen. Aha. Hier ist aber irgendwie... Geh doch mal da rüber. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie weit sie da so gehen kann und so. Ach ja. Hier haben wir ein Gitter. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Überraschend, sie kann es nicht aus der Wand reißen. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Und die Lampe? Oder ist das überhaupt die Lampe? Oder was glotze ich da gerade an? Das ist das alte Bootshaus. Achso, die habe ich schon einige angeglotzt. Und das Gitter ist genauso solide. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Na komm, probier's auch da mal. Ne. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Erschütternd. Ist das jetzt das... Hier blinkt das Hilfesystem oder... Ne, weil ich hier unten hinkomme. Ich geh mal bis hier hin. Bisschen Zeit ziehen. Komm, geh mal. Spring mal ins Wasser. Macht's ja nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihren Schritt irgendwie beschleunigen kann. Hier ist ein Symbol. Das kennen wir doch. Schon mal gesehen. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachon habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Ja, also bei mir liegt ein ganzer Tag dazwischen. Zwischen den Aufnahmen bei ihr. Gefühlt. Achso, wir wissen es ja, eine Stunde. Und hier, guck mal. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Ja, ich wollte mal gerade was anderes hier. Kann ich gar nicht. Ja, ich komme hier auf dieses Still-Image und muss mir die Schlösser angucken. Hier haben wir das. Was haben wir dabei? Ach, den blöden Schlüssel haben wir immer noch? Achso, das darf ich jetzt selbst vorlesen. Du musst die rechteckigen Balken so bewegen, dass sich der Riegel auf die andere Seite bewegen kann und sich das Schloss öffnet. Die Balken lassen sich entlang ihrer ganzen Länge verschieben, manche von ihnen nur horizontal, andere nur vertikal. Aha, okay. Um einen Balken zu verschieben, klicke ihn an und schiebe ihn waagrecht oder senkrecht dorthin, wo du ihn haben willst. Ja, beim ersten klappt es schon nicht, oder wie? Okay, nur Längsrichtung. Ja, was können wir tun? Den kann man nicht verschieben. Jetzt habe ich das nicht ganz gespannt, was mit dem Balken hier ist. Ich meine, dass das Schloss da reingehen muss, ist ja klar, aber der? Wie funktioniert denn der? Gehört der zum Schloss dazu? Nee, also eigentlich muss das ja hier in diese Öffnung reingreifen können. Ich gucke mir mal das andere an. Moment, dass sich der Riegel auf der anderen Seite bewegen kann. Dass sich das Tor öffnet. Hier habe ich jetzt nicht so nah. Ja gut, hier. Puh.
Also so ganz einleuchtend tut mir das jetzt nicht. Ich guck mal. Beim anderen. Ja. Ich guck mal. Danke. Und den hier kann ich vermutlich gar nicht verschieben. Jo, dann schieben wir mal ein bisschen rum hier. Was passiert? Kann ich den verschieben? Ach, den kann ich ja maximal darüber verschieben. Das hier ist fix. Oder, nee, Quatsch, das ist leer. Wie kriege ich das Ding hier? Ja, den kann ich ja nur. Ach, den kann ich. Ach so. Ach so. Doch so. Also in den Gänden. Ist klar. Was jetzt macht er den kann ich ja maximal rechts links verschieben. Muss ich mir erstmal einen Plan machen, wo ich mir den ganzen Teilen hin will. Also das ja. Offensichtlich kann ich den auch verschieben, aber der macht für mich so. Wenig Sinn. Also ich meine, wofür haben wir den eigentlich? Sieben haben wir frei, 1, 2, 3, 4 brauchen wir wahrscheinlich. 5. Ja, der hängt hier drüber, den kriege ich nur nach unten weg. Also ist das hier schon mal, wäre das hier schon mal. Gucken wir erstmal, dass wir den da irgendwie wegkriegen. Aber ist natürlich leichter gesagt als getan, ne? Das ist natürlich auch nicht die Lösung. So. So. Guck mal, dass wir alles da oben in die Ecke geparkt kriegen. Ja?
Der hier ist uns ziemlich im Weg, ne? Aber den krieg ich da. Moment, runter, da. So. Und jetzt. Was habe ich getan? Steinzylinder gefunden. Hinweis. Zurück. Bin ich hier drauf gekommen? Ich dachte, ich hätte irgendwas angestellt. Ah, okay, jetzt spann ich das. Ja, der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Ja, dann. Jetzt nur noch einer. Ja, jetzt. Also anscheinend stört das den Mechanismus gar nicht, dass ich den gucken, wie weit der hier geht. Vielleicht sind die beiden da oben doch nicht so gut untergebracht. Oh, geht dann doch ein bisschen weiter, der Mechanismus. Wenn ich den da unten irgendwo wegbekäme, wäre das ja schon ein Highlight. Bis hierhin. Ja, da streikt er aber erstmal. Der muss nach unten, zweifelsohne. Jetzt ziehen wir den mal runter, den da. Ja, das bringt aber auch nicht so furchtbar viel, ne? Der muss hier runter. Da. Der muss auch noch da weg.
Tja. Der hier muss definitiv hier runter und dafür muss der weg und der ist mit einem Weg. Bringt mir jetzt auch nichts. Ja, dann schieben wir noch ein bisschen hier rum. Tja, wenn ich den da wegbekäme, wäre das toll. Wie löse ich das jetzt? So löse ich das. Irgendwie auch nicht, ne? Also kriege ich ihn jetzt nicht nach oben. Vielleicht doch so, so. Den nach oben. Den. Reicht das jetzt? Ja, das reicht. Da komme ich irgendwie da unten drauf. So, das
ist er hier oben im Weg. Irgendwas ist immer im Weg. Aber das sollte sich doch lösen lassen. Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Ach, sie war in der Klosterschule. Tja, da wird man natürlich so. Auf jeden Fall merkwürdig Schlösser hat man da in Frankreich. Ja, und jetzt? Die Tür ist offen. Wir latschen rein. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich. Ja, was ist denn das da? Ist das eine Reuse, oder? Man könnte fast annehmen, der Zaun soll gleichzeitig als Brücke dienen. Wie ein Zug? Ja, so eine Zugbrücke, ne? Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Oder ins Wasser fallen. Was ist das hier? Der komische Kasten. Das Boot ist seit Jahren nicht benutzt worden. Genau wie mein Hometrainer zu Hause. Ja, die 90er. Kann ich damit irgendwas tun? Oha. Ach, wir können es umkippen. Wir können es. Und jetzt? Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Das Boot zu bewegen würde es nur völlig ruinieren. Ja, dann mach's doch. Das Boot zu bewegen würde es nur völlig ruinieren. Okay, aber was ist das hier? Was? Da hinten ist irgendwas sichtbar geworden. Eine alte Geschosshülse. Wahrscheinlich aus den 50ern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Kriegsfilmen aufgewachsen. Ach ja, das sieht man aus den 50ern. Eine alte Geschosshülse. Ja, dann nimmst du doch mit. Wo ist sie denn? Hast du die jetzt mitgenommen? Ach, da ist sie. Die Messinghülse ist glatt und vollkommen rund. Die Messinghülse ist glatt und vollkommen rund. So, wir haben eine runde Messinghülse gefunden. Und jetzt... Ich verstehe nicht, warum das Boot... Okay, darunter lag jetzt diese Hülse. Haben wir hier sonst irgendwas Spannendes? Das sieht noch wie eine Tür aus. Ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. Ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. Und hier ist eine grobe... Also eine Steintüre. Es muss einen Mechanismus geben, um sie zu öffnen. Kein Griff. Nichts Offensichtliches. Aber es muss einen Weg geben, sie aufzumachen. Ja. An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Bing, 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 bing. Das Loch ist sogar für meine zierliche Hand zu klein. Was ist das? Nichts passiert. Gut, da kann man so links und rechts rumdrehen. Irgendwas, was wir hier reinstecken. Da haben wir SD. Wir haben doch diese... Ah, okay. Ja, hier haben wir genug SSDs, die können wir sogar lesen. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine Geheimnisse... Da steht Unterricht.
Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS, SDS. Genau, die werden wir brauchen. Vielleicht können wir auch diese Geschosshülse irgendwie... Die Messinghülse? Ja, die hier irgendwie mit benutzen. Da kriege ich meine Hand nicht rein. Aha, die Hand kriegen wir nicht rein. Kriegen wir vielleicht einen Steinzylinder da rein, hä? Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. So. Und jetzt S, D. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Ja, ja, da waren ja diese Kerben am Zylinder, wenn du dich erinnerst. D? Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. S? S? D? Jetzt muss ich nachgucken. SSD. SS, so. S. S. Jetzt explodiert das Schloss, oder was? S, komm. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. Und ich liebe das Geräusch sich öffnender Flaschen. Hm. In dem Kontext hier wahrscheinlich. Passt hier. Und wir haben eine Tür geöffnet. Hervorragend. Mit kaum Aufwand. Und jetzt gehen wir da mal rein. Oder ich gehe mal gerade mal wieder raus. Vielleicht können wir uns den Zylinder ja wiederholen. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Ich entferne den Steinzylinder. Das Artefakt sieht aus wie eine alte Druckwand. Ja, ja, ja. Das kriegen wir es leider nicht groß gezeigt. Das hat ja auch diese Kerben gehabt. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht... Ja, ist ja auch egal. Jetzt gehen wir da rein. So, und schon wird es ein bisschen beschaulicher. Ja, hat ein bisschen was Klerikales hier mit dem Kreuz und dem Kapitel. Ne? Also sind das hier irgendwelche Grabplatten? Ja. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Und wir können uns das Kreuz angucken. Mal gucken, was du dazu sagst. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ja, an der Tür auf unserem... Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht... Ja, wobei so spezifisch ist das Kreuz ja gar nicht. Das Tischtuch war... Ich hoffe, ich habe es nicht umsonst ruiniert. Und jetzt drehen wir es einfach. Ist ja gar nicht hier. Oh mein Gott! Die Platte kam mit Karacho runtergekracht. Und hier können wir jetzt den Zylinder wieder reintun, um rauszukommen. Und sonst ist nichts passiert. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Ja. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Ach so, ich muss das jetzt irgendwie abstützen. Und hier, was ist das? Die Tafel lässt sich nicht bewegen. Die Tafel ist festgeschlossen. Aha. Haben wir hier irgendwas rumliegen, womit wir das... Was ist das? Ut lex vel, ut nex sumitor. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Ich schätze, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war nicht so ihr Ding. Ja, ich geb's zu, ich war in der Schule eine Streberin. Aber ich habe auch Lippenstift getragen, ohne dass die Nonnen es gemerkt haben.
Das ist ja richtig verrucht hier. Lippenstift getragen, ohne dass die Nonnen es gemerkt haben. Da fragt man sich gleich, wo, ne? Oder ich frage mich eigentlich gar nichts. Wir haben nur das und wir brauchen was zum Abstützen. Und irgendwas zum Abstützen wird dann die Patronenhülse hier sein. Oder? Guck, vielleicht können wir irgendwann aus diesem Boot rausreißen. Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig ruinieren. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise... Also nur die Patronenhülse, oder? Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. Sag mal, die jetzt da? Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Mit der Patronenhülse. Na gut. Ja, die gute Nico kommt langsam weiter und wir kommen zum Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.